Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dust in Elysian Tail mit mir, dem Miramirios und mein Vögel. Ja, in der letzten Folge sind wir bis nach hier hingekommen und haben eine gewisse Kanone hier rechts zerstört. Warum die Karte jetzt aufgedeckt ist, warum wir Level 60 sind und all das, ja, ich hatte mal wieder das schöne Problem, dass mein Headset nicht aufgenommen hat, also meine Stimme. Sei sie so unbekommen, wie sie ist. Aber, wie gesagt, deswegen, und ich hatte nichts, keinen Einspielstand, da einfach auch nochmal gespeichert, so klug ich bin. Ja, komm. Und ich hatte auch noch offline gelevelt, also wir sind jetzt Level 60, dem höchsten Level, das geht. Wie man hier sehen kann. Und ja, ich finde es scheiße, weil es gab eine kleine Zwischensequenz. War zwar nur eine kleine, aber trotzdem. Da kam nämlich ein Mondblüter an. Das hat gesagt von wegen, hier wäre praktisch der letzte Angriff. Ungefähr hier, hat er es gesagt. Und er ist stolz, dass er mit uns in den Kampf, in die Schlacht zieht. Das ist auch seine letzte. Ungefähr. Ja, wie Sie sehen können, da hauen wir jetzt ziemlich alles ganz schnell weg. Weil wir auch jetzt 12.420 Fidget-Punkte haben zum Beispiel. Nur so am Rande. Und ja, eine gute HP von 5.887. Ja, wir sehen können, sind... Au. Oh ja, Ding. Ich will dich haben. Okay. Doppelspringen, dankeschön. So. Oh, das manchmal nicht machen. So ein bisschen Mann auffüllen. Ist ja noch einer. Also sogar zwei, hey. Drei! Das ist noch einer. Das hab ich gesehen. So, weg mit dir. Und kritische Treffer von 5.300. Schaden. Klar, könnt ihr machen. Sehr wir gern. So. Und wir haben dieses Superfleisch, 40 Mal, das hat ja nur nicht wenig gekostet. Einmal im Trainieren sammelt sich halt ein bisschen was an. So, dann haben wir noch den letzten weg. Das ist ziemlich den letzten. So. Ja, und hier werden wir schon bei dem. Ja. Ach. Schön. Abgestürzt. Ach, wir sehen uns gleich. Gut, da sind wir auch schon wieder. Meine Güte, als das Spiel sich aufgehangen hat, echt zum Kotzen. Na gut, das war jetzt unbedingt nicht wirklich was Tolles. Wir haben ein bisschen Geld verloren. Die ein bisschen Kämpfchen. So, ja. Hoffen noch ein bisschen was. 10 Stück, aber 50. Sollte durchaus ausreichen. So. Ich wollte eigentlich so viel Prozent reinkloppen, wie geht. Your trends. Ja, ist gut. Aber irgendwie habe ich nur 113%. Warum, weiß ich nicht ganz. Wie wir sehen können, 113%. Mehr ist halt nicht. Kann ich auch mal das Spiel laden tun. Auf mein 116% fertig von normal. Geh mal kurz drauf. Hier haben wir dann zum Beispiel nur 41 von 42 Materialien. Ich schätze, deswegen habe ich auch nur die 116%. Aber wo ich die anderen Prozent habe, ich habe eine kleine Einleuchtung praktisch. Weil mir fehlt nämlich den Anhänger des Schlachtenherrn. Ein sehr seltener Anhänger, der nur die größten Krieger würdig sind. Mit,
Darauf kämen wir auf 15.525 für den Schaden und auf 4.348 normalen Schaden. Also, leck mich fett. Und was ich auch noch denke, ist, dass wir diese Zirlian-Prüfung auf 4 Sterne bringen müssten, um die 117% zu bekommen. Aber da habe ich jetzt nicht unbedingt gerade Lust drauf, um das auszuprobieren. Kann auch möglich sein, dass es komplett falsch ist, aber ich denke, das ist das Logischste. Also, wollen wir mal zum Endkampf kommen. General Gaius! Wait! Wait! Just a moment. Lower your weapons. I said lower your weapons! You have much to answer for, General. And what of you, my friend? A year ago I heard stories of your death, at the hands of a child, no less. Now here you stand, not only alive, but leading the very creatures we've been charged to destroy. You've been charged to destroy, not me. What happened to you, Cassius? Cassius? Do you not remember your own name? What have those damned moonbloods done to you? What did you call me? Cassius! That's who you are! Don't listen to him! You're Jin now! Remember that! I... You're remembering now, aren't you? Together, nothing stood in our way. We shaped this world together. And together, we can finish what we started. You ordered the deaths of countless people. Countless Moonbloods. Moonblood sympathizers. Anyone that stood in your way! Yes. And you carried them out. Lower your blade, old friend. First, we destroy these Moonbloods once and for all. Then I can help rid you of these fantasies that have spoiled your mind. Just listen to me. Cassius was my name. That doesn't matter. It's all that matters. All those people I killed, fidgets. How could I possibly redeem myself in a mere few days? You cannot, Dust. This was never about redeeming Cassius. But then, you are not Cassius. But I share his form. His very soul. That doesn't matter! Why do you keep saying that? Because you're not just Cassius! Jin didn't kill those people. Jin saved Aurora and Mudpot Village. Jin stopped Fuse, saved Lady Tethys, and now he's the only thing standing against General Gaius! Cassius would destroy the Moonbloods. But Jin, he would protect them. No, Fidget. You're wrong. Jin didn't do any of those things. Then you finally come to your senses. Jin is dead, as is Cassius. Their souls now live within me, constantly reliving that fateful day. Forever in battle, forever at odds. But as long as I live, I still have a choice. Then what are you? I am justice incarnate, brought to this world by forces beyond your comprehension. A cleansing storm to sweep across the land and purge it of your foul presence. I am Dust, and your campaign ends here now. Throw down your weapons and surrender, or you will face an enemy unlike any this world has ever seen. Cassius, please, don't do this. You know you cannot win. Let's end this. Gänsehaut! So, dann wollen wir doch mal General Gaius mal direkt ordentlich verkloppe. So, erstmal noch einen Hochzeitsring und Applaus einsacken. Au. Aber wir sehen können, der macht jetzt nicht unbedingt das große Schaden. Au. 400. Mit seinem komischen Sonic Thrust hier. Au! Wir konnten ja nicht gewinnen. Bam! Schön. You cannot win, Cassius. You never could beat me. Stop calling me Cassius! There was a time when you stood by my side. We were allies once. Not anymore, General. I'm not your ally, and I'm not your friend.
Now raise your blade or drop it. You never could scare me either, Cassius. Very well. To the death! To your death! Leider trifft das nicht ganz so schön, wie ich es mir immer vorstelle. Aber wir haben hier ein paar Punkte Platz auf unserer Seite. Haha, Finch. Aber er kann ja auch so scheiße zaubern. Du bist der Fidgets, kleinen Dingels. Irgendwie am besten. Don't you remember anything, Cassius? Why would you draw your blade against your fellow soldiers? Why would you draw your blade against me? You're destroying this world, Gaius. You and your soldiers cannot be allowed to continue your campaign. This world belongs to the strong, Cassius. It belongs to us. Don't you remember your duty? Don't you remember your friends? I remember everything. And it changes nothing! Oh yeah. Ein bisschen Bombe und Action. So kann man es ja auch machen, ne? Wow! Lerus hat noch natürlich seine kleinen... Au! Die Kugeln sind auch gefährlich. Und danach bin ich auch noch direkt vergiftet. This is where it ends, Gaius. Obwohl da Cassius steht. So, komm, wir bringen's zu Ende. Aua. Aua. Der springt einfach so. Ja. Ja, spring du einfach mal die Lava. Alles klar. So, Fidget macht's vorbei. So. Und. Thank you.
Through the actions of Arsene Mithrarin Dast, the Moonblood race is finally free. We will never forget his sacrifice or the deeds that saved our very world. We shall always remember what happened here. Dast's sacrifice will allow the Moonblood race to rise again, to rebuild our glorious civilization and live peacefully among the races of this world. Though it may appear that Dast has fallen here today, a force of good is not so easily extinguished. Sen Mithrarin was born of Dast, a current to the winds of change, a harbinger of storms yet to come. Und damit ist es vorbei. Ich habe kleine Tränchen in den Augen. Ach ja, so ein schönes Spiel. Und dann sehen wir noch zum Abschluss noch den allen, wie es ihnen geht. Nach dem großen Finale. Kara ist endlich bei ihrem Liebsten. Es ist wirklich ein großartiges Spiel. Wirklich großartig. Ihr habt ja gesehen, was... Wie es... Mann. Tränchen wegwischen. Ach ja. Was für ein schönes Spiel es ist. Ich bin echt geladen. Und... Toll. Ich habe mich in das Spiel verliebt und ich hoffe wirklich, wirklich, dass es mehr gibt. Denn das Finale hat doch auf mehr zu hoffen gedacht. Ich habe damals echt gedacht, er wäre gestorben. Ich fand das Spiel scheiße sofort. Aber wie der Älteste, der Moonblatz gesagt hat, das Gute lässt sich nicht so leicht auslöschen. Deswegen, es ist, oh, ich bin das Spiel voll am Lieben. Oh Mann, was soll ich sagen? Die Grafik alleine ist schon ein Augenschmaus. Das Kampfsystem einfach, aber doch komplex. Und das mit den Freunden, die ganzen Secrets, das ist alles ganz toll. So ein Spiel habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Also jetzt, bevor ich das schon einmal gespielt hatte. Was soll ich sagen? Ihr müsst es für euch selbst auch entdecken. Denn dieses Spiel ist es wert, gespielt zu werden. Also, for my dearest Elizabeth. Kauft es euch, spielt es, unterstützt die Macher. Denn dieses Spiel, dieses Meisterwerk, war es wert. Dann sage ich jetzt euch traurigerweise adieu, denn ich hätte das Spiel deutlich länger gespielt, aber naja, alles Gute muss auch ein Ende haben. Aber vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Beim nächsten Dast. Wenn es so weit kommt, wie sehr ich es hoffe. Ach ja. Schönes Spiel. Schönes Spiel. Schöne Musik, schöne Grafik, schönes Kampfsystem. Einfach nur schön.
Also kauft euch das bei Steam. Spielt es heute noch. Und ja, verfallt seinem Charme, wie ich es getan habe. Dann würde ich sagen, ich bin der Merios. Das war Dust in Elysian Tale. Und adieu.